So, Freunde lacht, jetzt wird wieder gelacht. Jetzt kommt Tomb Raider Chronicles Teil 2. Und zwar das Level The Base. Ja, starten wir das Ganze mal über Steam. So, wir sind stehen geblieben bei The Base. Oh, schade, das Level gefiel mir eigentlich verdammt gut. Wo bin ich denn jetzt hier? Warum sieht die Lara so anders aus? Wollen wir ein Witzchen? Lara, was passiert? Ich hätte die Katze nicht wegklicken sollen. Oh, was ist denn jetzt hier? Ein Bug? Okay, neues Level, neues Glück. Was haben wir denn hier? Einfach nur Müll. Ja, also die Gegend hier ist nicht gerade so einladend. Müssen wir es eben feststellen. Was haben wir hier? Nix. Das sieht aus wie ein Riesenschlüsselloch. Was ist das hier? Aber wie sieht der Schlüssel aus? Oder ist das kein Schlüsselloch? Interessant. Oh! Alarm. Klar hat Alarm ausgelöst. Ah, muss ich den Kran betätigen? Hier so ein paar Kisten umplatzieren. So, das sieht nach einer kleinen Jumps-Challenge aus. Nein, ich muss vor dem Kran flüchten. Irgendwas kommt jetzt auf jeden Fall. Oh, da ist ein böser Mann. Oder bist du nett zu mir? Bist du vielleicht mein Freund? Hilfst du mir? Platziere die Kisten doch so hin, dass ich irgendwie weiterkomme. Ich schieße mal lieber nicht. Und dann keine Aufmerksamkeit erregen. Oh, ich habe hier ein ganz komisches Gefühl. Wo ist der Kran? Wo ist der Kran? Oh, oh, oh! Der Kran ist böse! Alter! Spring! Hilfe! Was muss ich tun? Wo muss ich hin? Ich gehe erstmal irgendwo in Sicherheit. Bin ich hier in Sicherheit? Nein! Hier könnte ich in Sicherheit sein. Komm her, du böser Kran. Ich mache mal eine ganz kurze Pause. Ich denke mal, ich werde hier einen Cut einsetzen und sag mal bis gleich. Hier habe ich ja das Problem, dass der Kran mich hier ein wenig ärgert. Ich muss natürlich erstmal gucken. Wie ich, hier ist ein Schränkchen. Was ist denn hier mit? Oh, kann man so aufmachen. Oh, 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 jetzt kommt der Kran, jetzt kommt der Kran. Beeil dich. Ich hab einen Schlüssel. Okay, also da konnte der Kran mich wohl nicht erwischen. Vielleicht kann ich jetzt hier schon reingehen. Mit dem Schlüssel. Wer weiß, wer weiß. Nein, also hierfür ist er schon mal nicht. Wofür ist es der Schlüssel? Hier ist eine Sackgasse. Ups. Hier ist auch eine Sackgasse. Ja, wofür ist jetzt der Schlüssel? Das ist jetzt hier die große Frage. Was haben wir hier Schönes? Ne, hier war ich doch schon, ne? Oder? Ah. Guck mal, hier ist ja so ein Riesenschlüsselloch. Mal schauen, vielleicht passt er hier. Der passt wirklich hier rein. Der kleine Schlüssel. Das riesige Loch. Nicht schlecht. So, es wird natürlich sein, dass mich irgendjemand hier begrüßen möchte. Cool, ich kann die Fensterscheiben zerschießen. Jawohl, dann mache ich alles kaputt hier. Wo bist du? Ehrlich. Das sieht aus wie so eine Schlüsselkarte. So. So, was kann man denn hier noch machen? Hier ist noch ein Schränkchen.
einmal alles ab. Und noch eine Uzi. Jawohl, jetzt habe ich die zweite Uzi. Herrlich. Wollen wir was machen? Oh, da liegt was. Da liegt doch was, oder nicht? Ich kann schwören. Hier liegt was. Da liegt eine Waffe. Ich möchte die Waffe haben. Warum kann ich die Waffe nicht aufnehmen? Das ist aber gemein. Und hier liegt ein... nur so Munition? Irgendwas liegt hier. Haben wir da einen Bug entdeckt? Tja, ich kann es irgendwie nicht aufnehmen. Hier liegt noch mehr. Das ist aber gemein. Das ist richtig gemein. Okay. Ja, viel mehr kann ich hier auch nicht machen. Liegt da was? Ja, das ist aber nur so Bauschutt. Oder was auch immer. Juhu. Ja. Wo muss ich jetzt hin? Oh, der böse Kran kommt wieder. Ich hör's. Ich lauf mal schnell weiter. Wo war das denn? Ich habe doch vorhin eine Tür entdeckt. Da brauchte man eine Schlüsselkarte. Wo ist jetzt diese Tür? Hier ist sie schon mal nicht. Hier. Von der anderen Tür? Nö, das wird dann wohl die gewesen sein. Oh, hoffentlich kommt jetzt keiner. Ich trinke gerade gemütlich Kaffee. Okay. Hier liegt... aber hier liegt was. Auch wieder nur Gerümpel. Nee, nee, nee. Ups. Auch noch Gerümpel. Wo ist der böse Bub? Kein böser Bub. Okay. Ja, und nun? Also hier vorne ist eine Öffnung. Gehen wir da mal hin. Gucken uns das mal aus der näheren Perspektive an. Ja, ich denke mal, ich soll darüber jumpen. Wie jump ich dann weiter? Keine Ahnung. Oh, ich muss ja beeilen. Jetzt muss ich, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich weiß es nicht. Passt nicht, passt nicht. Nein, das passt nicht. Okay, das war schon mal falsch. Das Problem ist, ich habe nicht besonders viel Zeit, mich umzuschauen, weil dann sofort der Kran kommt und mich klein hacken möchte. Ups. Okay, ich jump da drauf. Weiter geradeaus vielleicht? Ich probiere es einfach mal. Ups, was ist denn jetzt los? Da bin ich runtergefallen. Konnte was geschehen? Na gut. Dann geht es halt eben wieder hoch. Ich glaube, ich stand nicht richtig an der Kante. Ups. So, jetzt aber. Passen, das geht nicht. Das passt nicht. Aber ich glaube, das passt nicht. Wo muss ich hin? Komisch. Jetzt könnte ich einen Tipp gebrauchen. Ja, das ist das Problem. Sobald ich so ein bisschen unter Zeit spielen muss, unter Zeitdruck, was ja in dem Fall jetzt hier wäre, bin ich immer ganz schnell aus dem Konzept zu bringen. Okay, gehen wir nochmal ein bisschen logisch vor. Ich springe auf die Plattform. Könnte natürlich dann da runter gehen, bringt mich aber nicht wirklich weiter. Überspringen bringt nichts, ich könnte da drauf springen. Dann komme ich da drauf. Ich hab's, glaube ich. Ich hab's. Ich springe hier hin. Und dann springe ich hier hin. Und dann springe ich... Boah! Der war aber richtig gemein. So, und nun? Könnte ich hier herlaufen? Wo? Könnte ich hier hin? Aber hier komme ich doch her.
Kran verfolgt mich! Hilfe! Ich schwung einfach mal hier hin. Ich hab keine Ahnung. Ja. Ah, man merkt, ich werde nervös. Der Kran macht mich nervös. Okay, jetzt weiß ich ja theoretisch, wie es funktioniert und wo ich in etwa hin muss. Quasi nur noch das Kartenlesegerät finden. Das Richtige, ich meine, das gibt hier nicht zwei. Das ist, glaube ich, hier falsch, ne? Aber ich teste trotzdem. Ne, doch, richtig. Zack, bin ich drin. Oh, jetzt bin ich aber hier woanders. Oh, ein böser Hund. Also normalerweise töte ich keine Hunde, aber in dem Fall blieb mir ja nichts anderes übrig. Ja, okay, ich habe verstanden. Ich habe verstanden. Das war auf gut Deutsch gesagt eine kleine Fäpplung. Ja, anders auszudrücken. So, warum funktioniert das jetzt nicht? Warum gehst du nicht? Pixel genau. Sollte man davor stehen und dann funktioniert es auch. Piep, piep. Und dann springen. Hä, ist das hier wieder ein anderer Eingang? Irgendwie habe ich so das Gefühl. Ist schon wieder woanders. Nee, doch nicht. Alles gut, so. Hier muss ich hin. Wollen wir mal eine Runde speichern, damit wir den Quatsch nicht nochmal machen müssen. The Base. Genau, das wäre die Stelle hier. Jetzt muss ich nochmal kurz überlegen. Wie war das nochmal? Genau, hier kam ich hoch und dann muss ich hier so rüber jumpen. Ich meine, ich hätte rechts irgendwo einen Weg gesehen. Ja, genau. Den wollte ich ja abchecken. Ach, der böse Kahn kommt wieder. So, jetzt muss ich da irgendwie rüber. So, wer da oder da? Ja, das nochmal. Stimmt, war das jetzt falsch? Oh, da liegt was. Das sammle ich mal eben ein. Genau, auf die Kiste konnte ich ja nicht springen. Ah, Hilfe, Hilfe. Schnell wegjumpen. Jetzt versuche ich nochmal hier rüber zu springen. Genau, ich muss, meine ich, irgendwie da hoch. Aber wie komme ich über das Geländer? Oh, der war knapp. Ah, bin ich denn blöd? Einfach geradeaus jumpen. Doch gehen, ne? Ja, siehst du. Ha! War ja gar nicht so schwer. So, du blöder Kran. So, was haben wir denn hier? Eine Sackgasse. Okay. Eine Tür. Ach, und ein Knopf. Da würde ich sagen, dann drücken wir da einfach mal da drauf. Ich ahne etwas Übles. Oh. Ah, Katze. Ja, der ist böse. Die Fronten hätten wir jetzt geklärt. Ja, was passiert jetzt? Komm, Lara. Jawohl. Ja, da würde ich sagen, gehe ich mal in das Loch hinein.
Und wehe, da ist nicht drin. Ah, immerhin ein etwas Brauchbares, würde ich sagen. Ein Minipack, jawohl, juhu. So, nu, wo geht jetzt her? Ah, nach vorne, da ist der Knopf, da laufe ich erstmal hin. Ja, ich bin mal gespannt, wo ich hier rauskomme. Wo komme ich raus? Ach, hier komme ich raus. Ah, habe ich vorhin noch gesagt, hier ist irgendwie eine Tür. Okay, ich würde sagen, ich jump mal jetzt hier nach unten. Und geh mal das Loch hinein. So, ich würde sagen, auf los geht's los. So, wo ist das ominöse Loch? Stimmt, da wo es blinkt, ne? Ja. So. Was kommt jetzt? Oh, ja, da ist jemand. Da ist jemand. Und noch jemand. Nee, du darfst aber jetzt nicht zurückschießen. Das ist aber gemein, du. So, haben die Kollegen sich jetzt aufgelöst? Sieht so aus. So, rechts ist ein Weg, links ist ein Weg. Komm, wir nehmen einen rechten Weg. Hier ist eine Tür. Ah ne, das ist nur Grafik. So. Was haben wir hier? Eine Tür und... Ah, einen Schlüssel habe ich ja, ne? Aber, passt nicht. Okay, dann brauche ich mal einen anderen Schlüssel. Ich denke, jetzt brauche ich einen Schlüssel, der dem Schlüsselloch der Größe mäßig würdig ist. Das wäre mal was. Dann gucken wir mal, was hier los ist. Oh, meine Energie ist nicht ganz so toll, ne? Aber andererseits, einfach kann ja jeder. So, und nu, da hoch könnte man, da hoch könnte man. Ja, gehen wir einfach mal hier hoch. Gucken wir mal, was passiert. Haben wir doch hier eine schöne Übersicht. So, oh, da kann man höchstwahrscheinlich hin. Da drauf. Da ist ein kaputtes Fenster. Ach, noch mehr kaputt machen geht nicht. Und hier kann man drauf. Okay, ich fange mal hier an. Oder dahin. Ach komm, ich spring mal hier hin. Genau. Eigentlich egal. Kann man da hoch? Nee, da geht es nicht weiter nach oben. Oh, was haben wir denn da? Eine geheimnisvolle Blume. Jawohl. Kann man hier noch was machen? Nö. Mehr ist erstmal nicht drin. Kann man auch zurückspringen? Na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Lieber nicht. Da tut sich Lara noch weh und dann? Das wollen wir ja nicht. So, was haben wir da? Eine zuhe Tür. Könnte man vielleicht hier drauf springen? Ein bisschen um die Ecke gucken. Ja. Da scheint auch ein Weg zu sein. Oh, was haben wir denn da? Schlüsselkarte. Aber ich denke mal, die muss ich auch noch. Nein, die habe ich. Sehr gut. Lara. Irgendwie habe ich ein komisches Gefühl. 5 Medipacks. Immerhin. Besser als 4, ne? Da ist auch noch eine Tür, die ist wieder zu. Stimmt nur Grafik. Sieht das schon mal geheimnisvoll aus. Oh! Komm her! Da tut sie was! Wo bist du? Komm her! Was war's? Boah! Absolut, was war das für mich? Medipacks sind immer gut. Nix. Ah doch, da liegt was. Ah, ein Schlüssel.
Kann ich den nicht aufnehmen? Komm, Lara. Ja. So, was haben wir für ein Gerät? Leuchtdioden. Okay, hä? Warte mal, hier sind zwei Leuchtdioden. Und da sind drei. Egal. Und hier ist eine Tür, aber die ist bestimmt gar nur Grafik. Ja, muss immer alles so ein bisschen abscannen. Das ist immer so ein bisschen so meine Devise. So. Dann gucke ich mal, ob ich hier vorne noch irgendwie drauf kann. Aua. Testen wir mal hier. Das geht nicht. Vielleicht kann ich ja da drauf. Ja, vielleicht ein bisschen weit weg, ne? Ne, zu weit weg. So, was kann man hier noch machen? Ja, da kann ich auch nicht hoch. Vielleicht hier runter? Ich weiß nicht. Wo ist meine Looking-Taste? Looken war Shift. Obwohl, das ist eine Plattform, ne? Soll ich da mal runter? Aber komme ich dann auch wieder hoch? Ich weiß nicht. Ich habe einen Schlüssel. Genau, das machen wir mal zuerst. Und ich weiß, wo ein Schlüsselloch ist. Und ich hoffe mal, dass der Schlüssel auch passt. Weil es auf dieser Ebene zurzeit innen, dass ein kleiner Schlüssel in ein großes Schlüsselloch reinpasst. Ich würde sagen, Versuch macht klug. Und. Ja, Silver Key. Okay, der silberne Schlüssel. Ich warne aber vor. Oh, Katzene. I am still an Admiral. Jawohl. While you accept my bribes for use of the submarine, you are under my employ and will follow my instructions without complaint. If I deal with the like of you to keep my men in bread, it does not make me one of you. Haha! Relax, my friend. We are two sides of the same coin. Okay. Die Rangordnung wird wohl hier gerade so ein bisschen ausgelotet, wenn ich es richtig verstanden habe. Der Admiral hat wohl nicht viel zu melden. Okay. Dann wollen wir mal weiter zocken. Ach, geht noch weiter, die Cutscene. Okay. As you have promoted me to commander, is it not fitting to board before the admiral? Okay. Das wollen wir unter sich klären. Ich jump jetzt hier erstmal da hoch. Oder. Ach komm, erstmal da. Ah ja, okay, das könnte passen. Ja, könnte. Mal testen. Der Todessprung. Oh, da scheint was zu liegen. Man muss natürlich erstmal einsacken, ist aber klar, ne? Was haben wir denn da? Munition und Pistole? Was ist das? Ne, so ein Zielfernrohr oder irgendwie sowas in der Richtung. Okay, springen wir zurück. Weil ich will dann noch was ausprobieren. Ich habe da noch was gesehen. Ja komm, Lara. Was ist das? Was meint ihr? Kann man da drauf springen? Ja, speichern wir erstmal ab. Da habe ich nämlich keinen Bock, mir die Cutscene gleich nochmal anzuschauen. Oder warte mal. Oder
vielleicht doch besser aus dem Stand. Nein, aus dem Stand war nie gut. Ach egal. Laufen wir erstmal hier so ein bisschen rum. Kann man hier so um die Ecke gehen? No. Okay. Das ist zu hoch. Und hier könnten wir auch wieder runter. Ja. Okay. Okay, okay, okay. Oh, was haben wir denn da? Da ist ein Tor. Das schicke ich erstmal ab. Wenn ich die Schlüsselkarte dazu habe. Ja, habe ich. Kommt her, ich mache euch alle fertig. Meine Energie ist bescheiden. Und ich mag es nicht, wenn Lara eine bescheidene Energie hat. Ja, so gefällt es mir doch schon wesentlich besser. Ah, dennoch, ich muss ein bisschen sparsamer werden. Definitiv. Oh, wer ist da? Wer ist da? Nein, kein Hund. Ich schieß doch nicht auf Hunde. Eigentlich. Im wahren Leben. Was haben wir denn hier? Eine kleine Überflutung. Oh. Kann man da vielleicht irgendwie das öffnen? Ein Teil konnte ja auch mal solche Deckel öffnen. Checken wir nochmal ab. Nee. Liegt da was? Nein. Wofür ist denn dieser Raum? Für Lulu? Ist aber gemein hier. Okay. Okay, hier hätten wir schon mal Schränke. Die könnten wir doch schon mal abchecken. Oh, Lara tropft. Hauptsache, er killt sich nicht bei dem Wetter. Oh! Ah, so eine Leuchtdiode? So eine Leuchtdiode ist das! Die hätte ich von irgendwo gesehen, ne? Natürlich nicht, ist klar. Wie wär's mal mit dem Medipack? Das wäre doch mal was Schönes. Ein Medipack nur für Lara. Oh, Munition. Herrlich. Und? Jetzt haben wir langsam hier Medipack hier. Immerhin, oh, der Desert Eagle könnte da sein. Wollen wir gleich mal abchecken. Aber erstmal schicke ich die Schränke hier ab. Weil ich will ein Medipack. Ein Medipack, jawoll! So, dann drücke ich mal hier auf den Knopf. Oh, Hilfe! Kommt her, ich mache euch alle. Hä, hier war ich doch schon. Na klar. Ach, das ist die Tür, wo ich gesagt habe, das ist nur Grafik. Okay, ich wollte einmal ganz kurz im Inventar nachschauen, weil ich habe jetzt so einiges eingesammelt. Viermal Medipack, naja, einmal Large. A Fuse? Okay, das ist keine Leuchtdiode, sondern Fuse ist Sicherung. Fuse? Sicherung? Ja, okay. War ziemlich groß. Egal. Das ist klar. Die habe ich ja immer. Uzi? Eine einzige? Hat die nur eine einzige Uzi? Nee, die hat nur zwei. Ich habe auch zwei eingesammelt. Egal. Desert Eagle. Ja, die ist vom Sound her klasse. Die hat was. Okay. Genau, das kann ich jetzt kombinieren. Womit? Oh,
Oh, cool. Nicht schlecht. Da habe ich das Zielfernrohr. Oder Laser. Ach, Lasersight. Okay. Was habe ich noch? Fackeln? Oh, 3 Stück nur. Ich brauche definitiv Fackeln. Ja, Inventarliste ist jetzt nicht jetzt so der Hit. Aber andererseits, mit viel Inventar kann ja ein jeder. Oh, oh. Oh, oh, schnell weg, schnell weg. Irgendjemand schießt auf mich. Okay. Ich nehme erstmal meine Standardwaffe. Ich speichere. Ja, ich weiß, es gescheitert. Ihr habt ja alle so recht. Wo bin ich überhaupt? Oh, ich fange mal jetzt hier oben an. Empty. So, jetzt komm her, wo bist du? Wo ist der Penner? Ey, keine Ahnung, wo bist du? Also Lara blinkt. Bestimmt da oben in dem offenen Fenster. Da! Nein, Lara, nicht sterben! Ist egal. Ich ziehe jetzt eiskalt durch. Ja, die haben erwischt. Oh, ich bin ja jetzt eine blinkende Lara. Ist egal. Passt das, ohne Energie zu verlieren? Ja, passt. So, hier haben wir auch noch eine Tür. Geht die vielleicht auch auf? Bestimmt ist das die dritte Sicherung. Oder Fuse. Fuse. Testen wir mal. Ja. Ja, 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 ja. Ah, sieht schon gleich ordentlicher aus. 3 plus 3. Ah, ich wusste es! Ich wusste es! Weil ich zu geizig war, um Energie aufzutanken. Okay, okay. Ah, ich bin aber auch ein Trottel, weil irgendwann muss ich doch so oder so auftanken. Gut. Gut, dass ich gespeichert habe. Ich weiß, wo der Kollege sitzt. Ich werde mir den gleich schön vorknöpfen. Jetzt schnell, nein! Lara, spring hoch! Du musst doch in Deckung bleiben. Na, das wollte ich doch vermeiden. Das war jetzt auch wieder unnötig. Komm her! Da siehst du, ah, guck mal, die Energie ist jetzt schon besser als vorhin. So. Wenn man jetzt weiß, was passiert, kann man auch dementsprechend sich ein bisschen besser vorbereiten. Der Fuse. Ich riskiere es nochmal mit einer blinkenden Lara. Weil, wie heißt es so schön? Einfach kann er jeder. Das wollte vermeiden. Wo bist du? Oh. Ist er tot? Oh! Ich dachte, er wäre tot. Eieieiei. Der war jetzt aber wieder knapp. Ah, ein bisschen Spannung muss da rein. So, jetzt drücke ich den Knopf. Liegt hier kein Minipack? Hilfe! Aha! Hä? Jetzt soll ich auf die andere Seite? Oder wie verstehe ich das? Okay, abchecken. Weil irgendwas muss das doch jetzt zu bedeuten haben. Oh nein! Wer hat auf mich geschossen? Okay. Es geht nicht anders. Ich muss jetzt irgendwie durch. Das kann doch jetzt nicht so schwer sein. So, Lara, jump da bitte ordentlich drauf. Ja, genau so. Ohne Energie zu verlieren. Das war zumindest unser Plan. Kann man nicht auch Lucken machen? Ich möchte den Kollegen sehen. Wo ist er? Guck mal, sie schießt durch die Mauer. Nicht schlecht.
Aber jetzt mache ich es noch anders. Ich gehe auf Nummer sicher. Und ziehe mir erstmal so ein richtiges, großes, fettes Medipack rein. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Aber was Muttermut, ne? Soll ich die Desert Eagle nehmen? Nein, nein. Ich bleib mir treu. Ich möchte alle Gegner nur mit der Standardwaffe besiegen. Das ist mein Plan. Mehr. Siehst du, geht doch. Wo ist er? Wo ist er? Nein, ey, das ist doch blöd. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich muss mich wieder verstecken. Soll ich nochmal speichern? Soll ich nochmal speichern? Okay, ich speichere nochmal. Das ist jetzt richtig gemein, weil ich absolut nicht weiß, wo ist er. Ich denke mal, ich werde mich irgendwie nach oben begeben. Der muss hinter mir sein. Oh nö, Laura. Oder? Ist er etwa wieder da? In deinem Lüsken? Ah, da! Ist ein Fenster. Ja! Jetzt habe ich dich, du. Jetzt habe ich dich. Man hat's gehört. Okay, jetzt bin ich eigentlich nur höher. Ich dachte, jetzt komme ich irgendwie auf die andere Seite. Habe ich überhaupt schon betätigt? Den Kran? Nee, ich habe den Kran noch gar nicht betätigt. Ups, der tat, glaube ich, weh. Nee, doch nicht. Ging nochmal gut. Jetzt muss ich mal eben kurz überlegen. Alzheimer lässt grüßen. Habe ich den Knopf betätigt schon? Ja oder nein? Nö. Jetzt habe ich ihn betätigt. Bam! Ich bin gespannt, was das jetzt hier bewirkt. Hä? Okay. Ja, ich meine, Versuch macht klug, ne? Welchen Sprung nehme ich denn? Aus dem Stand? Nicht aus dem Stand mit Anlauf. Ah, okay, okay, okay. Ich habe noch überlegt, welchen Jump soll ich nehmen? Also dieses Teilstück macht mich hier fix und fertig. So, jetzt weiß ich, wo der Kollege sitzt. Kann ich dementsprechend agieren? Oh, der schießt aber schon ganz schön auf mich. Kann man sich den nicht irgendwie anschauen? Ja, man sieht hier irgendwie so einen Schatten. Wenn man genau hinguckt. Ja, jetzt scheint er eliminiert zu sein. Achso, den Kran muss ich ja betätigen. Oder was es auch immer ist. Ja, springen wir da mal wieder hin. Aber ich glaube, diesmal speichere ich ab. Ich habe da keinen Bock, da jetzt wieder reinzufallen. So, nehmen wir dann doch mal den... Ach komm. No just... Ja, 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 ja. No risk, no fun, wollte ich sagen. Und jetzt... Ich springe mal in die goldene Mitte hinein. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Plattform. Ah, doch. Jetzt sah es raus, als ob es nicht passt. Aber jetzt war ich gar nicht unten, ne? Bestimmt, weil ein Geheimnis.
klar, der Muckiman. Ohne T-Shirt, ohne Pulli, ohne Jacke. Deswegen war der auch so schnell und so einfach kalt zu machen. Ja, das müsste ich eigentlich normal laden und den Weg unten mal abchecken, aber komm, jetzt sorry weiter. An unwelcome addition to our little assignment. Leonid, if you would escort this lady to the brig. Your little assignment? You have no idea what your Mafia financed assignment is, do you, Admiral? Young lady, who you are and what you know is of very little concern to me. If I was captain of my ship, I might listen to you. But unfortunately, the situation I find myself in doesn't allow me that privilege. So if you would be quiet and hurry along like a good little girl. Inside, please. You're making a grave mistake. You know that? Under no circumstances open this door. Ich erinnere mich. You understand?